Und wir wünschen viel Spaß mit Diana Grauber. Gut. Ich werde was über den Kick erzählen. Und wenn jetzt einer sagt, wieso ist denn da das S so komisch, so schräg? Das liegt daran, dass ich was über den Kick erzähle und nicht über den Keks. Und damit fangen wir gleich an. Der Duden sagt, der Keks, da noch Keks, ist ein trockenes, haltbares Kleingebäck. Oder salopp gesagt, Bezeichnung für Kopf, ich gehe dir auf den Keks. Also nehmt es nicht so wörtlich, ich gehe dir auf den Keks, funktioniert ja nicht, wäre der Keks ja hin, wäre ja schade. Also Kopf, aber warum ist das so? Wieso sag ich aber Kek und nicht Keks? 1905 war die erste Eindeutschung mit Kek, klingt jetzt nicht so spannend. Und 1912 hat die Firma Balsen den Werbespruch gehabt, was ist die Menschheit unterwegs? Na selbstverständlich Leibniz-Keks. Für uns ist das super, aber lest das mal in Deutsch, 1912, wo kein Mensch Englisch konnte. So, nun lest, was ist die Menschheit unterwegs? Na selbstverständlich Leibniz-Kakis. Klingt ein bisschen sehr bescheuert und daraufhin hat er gesagt, na dann deutsche ich das alles ein, mach Keks draus. Und 1915 erschien es im Duden und die haben gesagt, also Eindeutschung ist super, aber nicht Keks, weil Keks ist Mehrzahl. Also macht bitte Kek draus. Und deswegen werde ich jetzt was über den Kek erzählen. Und es gibt das Grundrezept dafür. Und dieses Rezept haben wir am Ausgang zu liegen, beziehungsweise werden es nachher verteilen. Also ihr könnt das nachbacken, wer möchte. Ich gucke auch nicht nach in die Küche. Und wir fangen mal mit dem Mehl an. Was brauche ich für Mehl? Ich brauche ein ganzes Korn oder eben nur den Stärkekörper davon und habe das Weißmehl, wenn ich mit dem Stärkekörper nur arbeite, oder wenn ich das ganze Korn nehme, eben das Vollkornmehl. Das ist völlig egal, wie ihr es macht. Ich bin keine Ökotrophologin, also mir ist es wurscht, ob ihr Weißmehl oder Vollkornmehl nehmt, je nach Belieben, wie euch die Kekse schmecken. Dann gibt's Backpulver. Die Kekse sollen ja nicht immer so flach sein. Also wer die American Cookies kennt, weiß, die sind ein bisschen höher. Und da haben Horsford und Marquardt einfach mal im Labor ein bisschen geforscht und haben dann im industriellen Maßstab Backpulver hergestellt. Und Horsford hat sich dann gedacht, mache ich das doch ganz immer chemisch, stelle es industriell her, nenne es Yeast Powder, also Hefepulver. War natürlich kein Hefepulver, sondern es war Baking Powder. Und das ist das, was wir heute kennen. Und wozu ist das genutzt? Natürlich für den Krieg, ist ja logisch. Ne? Also die besten Erfindungen sind ja immer entweder Raumfahrt oder Krieg. Wie das zusammenhängt, muss ein anderer mal hier slammen, das weiß ich nicht. Und das war der Sezessionskrieg, man brauchte halt viel Brot, was gut aufgeht und noch viel aussieht, wenn man die Leute satt kriegt. Und genau das gleiche in der Hungersnot mit Preußen. Dann hat Dr. Oetker gesagt, 1893, okay, dann gucke ich mal, ob wir das nicht auch im privaten Haushalt nutzen können. Und hat das abgefüllt für private Haushalte und hat 1903 ein Patent drauf gekriegt. Und das ist das Bakin, was wir alle so schön kennen. Ja? Dieses, was alle, ich denke, es gibt immer so nervige Werbung mit kleinen Mädchen. Das ändert sich irgendwie auch nie. Die backen immer mit ihren Vätern Kuchen. Und irgendwie ändert sich's nicht. Ich hoffe mal, dass irgendein Medienwerber das mal anders gestaltet. Was brauche ich noch? Was habe ich im Backpulver? Ich brauche eine CO2-Quelle, Natriumhydrogencarbonat. Das heißt, das Ganze muss irgendwie quellen und es muss CO2 entstehen. Das Ganze geht dann weiter in der Reaktion mit Säurungsmitteln und ein Trennmittel, damit das Ganze in dem Beutel oder in der Tüte nicht reagiert. Ja, ihr wollt es ja nicht einkaufen, nach Hause schleppen und es reagiert. Wäre ja blöd, wenn die Tüte aufträgt, aber nicht der Keks. Das heißt, ein Bio-Backpulver beinhalten Weinsäure, die haben keine Phosphate. Und dann kann es auch schon mit der Reaktionsgleichung losgehen. Das heißt, sie haben eine thermische Zersetzung. Wer aufgepasst hat, das ist die Natriumhydrogenphosphat und was entsteht, ist CO2. Und das ist unser Triebmittel. Und das reagiert eben auch nochmal, entsteht nochmal mit dem Säuerungsmittel, sodass wir da perfekt unterwegs sind und einen schönen, lockeren Teig hinkriegen. Was brauchen wir noch? Zucker. Wow, gefährlicher Zucker. Ihr werdet gleich sehen, warum. Wenn euch so ein Gummibärchen überfällt, so in Lebensgröße, kann man ja schon mal einen Zuckerschock kriegen. Und Zucker an sich ist aber nicht böse. Zucker ist ein Energieträger. Das heißt, wir brauchen den Zucker. Ganz, ganz wichtig. Wir haben deswegen auch Bonbons und Traubenzucker mitgebracht von der Beuth. Wir machen ein bisschen Werbung. Also Zucker ist gut. Ihr merkt schon, ich bin keine Ökotrophologin. Und Zucker einmal aus Zuckerrohr, gab es sehr viele Kriege und düstere Zeiten.
Zucker war sehr teuer und inzwischen wird Zucker aber als Raffinadezucker aus Haushaltszucker aus Zuckerrüben gewonnen und das war der Durchbruch und das ist auch mit der Grund, warum wir jetzt alle sagen, Zucker ist so bäh, ist böse, ja, weil wir einfach genug davon haben, das ist halt so. Ja? Dann brauchen wir als Geschmacksverstärker eine Prise Salz. Und wer mal popnormalen schnöden Kaffee kocht, also richtig Filterkaffee, mit so ollem Kaffee, den er noch irgendwo aufgetrieben hat, dann macht man eine Prise Salz rein und eine Prise Kakao, wird sich wundern, wie wunderbar dieser schnöde, blöde Kaffee schmeckt. Entscheidend ist da das Salz, also nicht weglassen, selbst wenn es immer drin steht und man denkt, in einem süßen Kek ein Salz. Doch, macht Salz rein. Ganz wichtig, Eier. Eier sind mannigfaltig aufgebaut, man mag es nicht meinen, also es ist ein hochgradiges technologisches Ding. Und ich sage, nehme nur zwei Sachen draus, einmal das Eigelb als Kleber und Emulgator, das heißt, ich habe die verbindenden Teile von Fett und Wasser, löslichen Sachen, und einmal als Eiweiß, Stabilisator und Feuchthalter. Wenn ich jetzt mit so einem Feuchthalter da unterwegs bin oder so einem Stabilisator, wer sich schon immer gefragt hat, wenn er Omelette macht, dass sein Omelette aussieht wie ein Crepe, und nicht so schön fluffig, wie es eigentlich in der Pfanne sein soll, der möge seine Kraft zügeln und das Eiweiß und das Eigelb nicht so stark verquirlen. Wenn man nämlich Eiweiß übrig lässt, dann wird es fluffiger und es baut ein Gitternetz aus, so dass ihr ein wunderschönes Omelett kriegt. Geht auch beim Keksebacken. Butter brauche ich nicht viel sagen, ihr braucht eine Kuh, Milch oder ein Tetrapack. Und wer das gewonnen hat, braucht keine Butter selber schlagen, der nimmt Sahne. Und wer schon mal selber Sahne mit der Hand geschlagen hat, weiß, dass man den immer, immer über den Punkt hinausschlägt. Man hat irgendwie immer Butter. Das Blöde ist, dass man vorher Zucker reingemacht hat. Also das verkneife ich mir. Was passiert beim Kneten? Ich habe einmal die Wasseraufnahme von den mehlbindenden Teilen, Bestandteilen, die sind quellfertig. Und da besonders Augenmerk bitte auf die Pentosane. Und die Pentosane sind Schleimbildner. Jetzt sagen sie ja, aber habt ihr schon mal Mehl mit Wasser gemischt? Dann weiß man, dass diese Schleimbildner da drin sind. Und die brauche ich nämlich immer dann, wenn ich keine Klebernetzbildung habe. Klebernetzbildung habe ich in Weizenmehl, aber nicht in Roggenmehl. In Roggenmehl habe ich mehr Pentosane und deswegen kann ich auch mit Roggenmehl backen und nicht nur mit Weizenmehl. Dann gibt es eine homogene Verteilung von allem, was ich da noch mit reinhaben will. Zum Beispiel mein Salz oder Gewürze oder von mir aus auch Schokostreuseln. Dann gibt es eine Hohlraumbildung, wenn ich Brötchen oder Brot backen möchte, dann habe ich eine Einschlagen von Luft, immer dann, wenn ich was besonders Fluffiges backen will, bei Keksen jetzt nicht so. Was passiert beim Backen? Ab 150 Grad tritt die Bräunung der Kruste ein und das ist das, was so wunderbar schmeckt, das ist die Maillard-Reaktion. Und da wird zwischen freien Aminosäuren und reduzierten Zuckern, ja, hier sind die Zucker wieder wichtig, Aromastoffe gebildet, die auch beim Steakgrillen gebildet werden. Ah, ja, auch da sind Zuckerstoffe drin. Ab 180 Grad wird es dann spannend, da karamellisiert Zucker und das ist das so, wer schon mal Büchsenmilch oder Sahne in die Pfanne getan hat, weiß, dass es ein wunderbarer Geruch ist. Können Sie alle mit anlocken, wer sonst nie in der Küche zu sehen ist, kommt dann mit Sicherheit. Aber Achtung, bei 185 Grad gibt es das böse Acrylamid und alle, die ihre Sachen machen möchten mit auf den Grill legen und schön schwarz brennen, die haben Acrylamid. Was passiert noch in der Maillard-Reaktion? Maillard hat es erfunden bzw. beschrieben zusammen mit Hodge. Und Hodge hat dann ein Reaktionsschema dargestellt, mit dem will ich euch nicht langweilen. Aber hey, danke Maillard und Hodge, jetzt wissen wir wenigstens, warum es schmeckt. Dann sehen wir uns natürlich unsere Lebensmittel an. Ja, wir sind ja Augentiere. Dann fühlen wir die. Mit den Händen, sowohl mit den Lippen auch. Und dann gibt es einen Knüller, wir riechen. Was passiert, wenn ich einem Schwein, einem schlafenden Schwein, einen Keks hinlege? Na, man erhält ein glückliches Schwein, ist doch klar. Dann schmecken, wenn man nicht gerade in die Zitrone beißt oder das Salzfass dann doch ein bisschen zu stark genommen hat. Und ganz zum Schluss hören wir unsere Kekse. Ja, wir hören unsere Kekse und zwar müssen die im Kopf krachen. Jeder weiß, der mal schon eine Nacht durchgesumpft hat und die Chips von vorgestern morgens entdeckt und so ein komisches, pelziges Gefühl im Mund hat, als hätte ein Hamster gefrühstückt und sagt, jetzt möchte ich einen Chip. Ja, der behält das komische Gefühl, weil der Chip ist einfach hin. Der schmeckt nicht. Das heißt, wir hören das nicht und er schmeckt uns nicht mehr. Dann sind Kekse natürlich
Friedensstifter, weil wenn einem die Weltherrschaft angeboten wird, dann nimmt man die natürlich und denkt so, Weltherrschaft. Aber die Bedingung ist Weltherrschaft oder Keks. Dann sagt man natürlich Weltherrschaft, Keks, Weltherrschaft, Keks. Ach scheiß, was drauf. Es fehlt so, Leute. Dann fangen wir jetzt nicht an mit der Weltherrschaft.